Ich begrüße euch zum 6. Rennen von F1 Championship Edition. Wir wurden das letzte Mal zum ersten Fahrer befördert. Uns wurden allerdings nicht die neuen Ziele mitgeteilt. Na, Blödsinn. E-Mail-Posteingang, hätte ich die irgendwie nachgucken können? Nein. Allerdings kann man sie nachgucken unter Infozentrum, ich glaube, Spielerstatistiken. Genau. Also wir sollen vor Albers ins Ziel kommen, wir sollen 16. werden und im Qualifying auf P18 fahren. Ja, wunderbar, dass unser erstes Rennen als erster Fahrer in Barcelona ist, weil das ist mir noch nie gelungen. Ah, geil. Ja, auf dieser Scheißstrecke bin ich zweimal ausgeschieden und wurde einmal letzter. Ah, ist das geil. Geil. Also super Voraussetzungen. Ich habe nachgesehen, wie ich mich in der Vergangenheit über eine Saison hinweg in meinen Rookie-Saisons geschlagen habe. Punkte- und positionstechnisch. In meinem ersten LP wurde ich damals 10. mit 20 Punkten. Und im zweiten LP 9. mit 25 Punkten. Aktuell halten wir bei 9 Punkten. Das heißt, wir sind auf dem Weg, dieses vielleicht zumindest zu egalisieren. So, jetzt beginnt die Katastrophe für mich. Einer meiner, wenn nicht sogar meine schlechteste Strecke in dem Kackspiel. Nein, das Spiel ist großartig. Das Spiel ist großartig. Ich finde es besser als jedes Codemasters Game. Und es ist. Und ich ganz ehrlich, ich meine das jetzt auch nicht übertrieben. Ich finde auch, dass es hübscher anzusehen ist, grafisch. Vom Grafik, ich nenne es mal vom Grafikstil her. Das ist meine persönliche Meinung und ja, ich finde es einfach von der Farbgebung her und allem einfach ansehnlicher. Und es macht auch mehr, hat mir immer mehr Spaß gemacht als sämtliche Codemasters Games. Und ich meine, ich habe doch ein paar ausprobiert. Die letzten jetzt dann ja nicht mehr, also 14 und 15. Katzenvieh, halt die Schnauze. Oh mein Gott. Also hier rechne ich mal felsenfest mit einem Ausscheiden in Q1. Felsenfest, davon bin ich überzeugt. Ich hoffe eigentlich nur, sie eine Person... Ich hasse diesen Kurs so abgrundtief. Ich hasse diesen Kurs so abgrundtief. Ich hasse das Ganze nicht, weil... Ja, ich hasse diesen Kurs aber noch viel mehr. Ich weiß nicht, wie deutlich man seinen Scheiß miauen hört. Das ist auf jeden Fall ziemlich laut und lästig. Für mich zumindest, falls ihr es hört. Sehr schön, falls nicht, seid glücklich. Falls es in den nächsten 30 Sekunden aufhört, könnte es sein, dass ich ihn erwürgt habe. Ah, ist das eine geile Strecke. Gleich mal in der ersten Runde 4 Kapitalfehler eingebaut. Ah, ich liebe diese Strecke. 1,18,3. Der Sato. Dieser Knein 17.4 wurde mir vorhin angezeigt, war meine Bestzeit. Das wäre gerade mal eine halbe Sekunde schneller als das, was unser neuer Teamkollege Christian Albers aus den Niederlanden, ein Holländer, hinbekommen hat. Im ersten Sektor ungefähr gleich schlecht. 16.000 Slit aus der ersten Zeit. Godspeed mit einer 17.1, also... Ihr habt es vorhin gesehen, beste Runde 17.4 von mir mit dem Screen. Und da ist der Toro Rosso schon schneller. Und das wird eine absolute Vollkatastrophe für mich werden. Aber da muss ich durch. Im zweiten Sektor haben wir 1,3 Sekunden gefunden. Na wunderbar. Diese Kurve mag ich auch nicht. Also ich hasse diesen Kurs wirklich bis aufs Schärfste. Die Mauer hätte ich fast mitgenommen. Es wird eine 1,17,9. Na super. Das wäre aktuell Platz 20. Um in Q2 zu kommen, braucht man eine 1,16,6. Wahnsinn. Wie abgeschlagen schlecht ich auf diesem Kurs immer schon war. Wie gesagt, darum finde ich es eigentlich irrwitzig, dass hier, dass es eine der drei Test-Session-Strecken ist für die Teamempfehlungen.
Jetzt versteht er, glaube ich, warum ich sage, dass ich nur in Manicur Chancen habe, wenn ich hier schon so abscheiße. Silverstone ist nicht besser. Das kann ich euch garantieren. Aber gut. Blödes Mistvieh. Jetzt geht's mal um persönliche Bestzeiten hinzulegen. Das wäre... Ja, immerhin, die ersten beiden Sektoren sind schon mal eine Verbesserung. Schwacher Trost, aber doch. Vielleicht, ja. 17,7. Und ich tue hier wirklich alles, was ich kann. Also es ist... Scott Speed versucht eine neue Runde zu machen. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich großartig. Er wird so mittelkräftig zufrieden. Ich ziehe jetzt Vollgas durch. Komm. Erster Sektor wieder ein bisschen schlechter. Ich bin ja absolut chancenlos. Also. Wirklich chancenlos. Nico Rosberg versucht eine neue Runde. Das macht es nicht besser. Mark Webber beginnt eine fliegende Runde. Ja, die Kurve war dafür ganz gut. Die war dafür ganz gut. Für meine Verhältnisse ganz gut zumindest. Sieht mir keine Differenz angezeigt da oben rechts. Sektor ist grün. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Durchziehen. 15, 16, 17, 3. Also, nein, es ist mein Limit. Es ist mein Limit. 20. Wenigstens den Teamkollegen geschlagen, aber chancenlos! Chancenlos! Also ich habe nicht übertrieben. Definitiv nicht. Hier haben wir es also. Von Platz 10 Raikkonen auf Pole, ja, der hat eh bisher keine gute Saison hingeliefert. Klien auf der 9, große Überraschung. Webber auf der 4, Rosberg auf der 10. Da haben sich ein paar unerwartet vorgeschoben. Und dann auch noch 14 Runden, also wunderbar. Wunderbärchen, komm, start mal direkt. Ich möchte mir den Blödsinn eigentlich gar nicht anhören. Ich möchte das Rennen einfach nur hinter mich bringen. Also ich frage mich echt, wie ich hier 16. werden soll. Vielleicht, wenn die hier mal einen schlechten Start hinlegen, das tun sie auch. Uiuiui, die machen ja wirklich einen ganz schlechten Start. Wahnsinn! Schießen wir vor auf auf die 14. So, Ralf Schumacher nur 15. Meine Güte, Ralle. Gott, bist du schlecht. Und du sitzt in einem Toyota. Also einer ganz weit rausgerutscht. Das ist ein Renault. Fisi Keller. Ui, da hat mich einer gerammt. Das ist Alonso. Alonso! Im Kampf um die WM ist ihm da ein Fehler passiert. Ist da unglaublich weit rausgekommen. Unglaublich weit raus. Und das auch noch zu Hause. Vor den eigenen Fans. Dreher! Du bist ein... Das heißt, gute Bodenhaftung. Und von wem habt ihr euch diese Programmierung geliehen? Yay? Sieht so aus, als könnten sie sogar weiter. Glaube ich schon, dass wir die Teile austauschen. Ich hasse diesen Kuss so abgrundtief. Wenn man könnte von mir so in die Luft sprengen, das wäre mir egal. Und ja, ich fahre absichtlich gerade weiter. Ich komme erst geplant an die Box. Schumacher führt. Ne, das ist doch jetzt wirklich lächerlich. Ich hatte ja insgeheim gehofft, dass ich abgeschossen wäre, dass das Rennen vorbei ist.
Und dann fährt mir dieser Ide Volltrottel auch nach hinten rein und sagt, oh, ich habe freie Bahn, die werden ja langsam, geil, ich kann mal gewinnen, bang. Oh, da war ein anderes Auto. Super. Ich bin Cheater. Mir wurde nach 4 Rennen die Lizenz entzogen. Ich dürfte eigentlich gar nicht mehr hier sein. Ich wurde im Laufe der Saison ersetzt von Sakon Yamamoto und Frank Montagny, dem Korkser. Ich bin ein Japaner. Boah, ich hasse diesen Kurs, so wie ich abgucke. Ich meine, der Dreher, ja, blöd. Aber dass ich dann auch noch die Strafe... Ich krieg die Strafe. Das ist lächerlich. Guter zweiter Sektor. Das war die beste Zeit dieses Durchlaufs. Wirklich, wirklich lachhaft. Die Fahrer gehen in die dritte. Ich glaube, das wird so ein Kurs, dass selbst ich immer mit Renault sitze, wenn ich die hinteren Plätze kriege. Bin ich irgendwie überzeugt davon. Vielleicht so ein gutes Q2 oder so. Ich bleib draußen. Nee, ich fahr geplant weiter. Ich beende das Rennen. Einfach mal aufwärmen. Nein, das ist wirklich lächerlich. Wirklich lächerlich. Dass ich da die Strafe kriege. Also es wird mal... Ich werde meine Tradition fortführen, ausscheiden oder letzter werden. Ich meine, es ist... Ich hasse diesen Kurs abgrundtief. Ich finde ihn in diesem Spiel scheiße. Ich finde ihn in allen anderen Spielen auch scheiße. In allen anderen. Ich finde diesen Kurs einfach nur grauenhaft, langweilig, schlecht. Langweilig, schlecht. Habe ich langweilig und schlecht schon mal erwähnt? Da fahre ich lieber den scheiß Stadtkurs von Valencia. Und der ist grauenhaft. Ich hoffe einfach nur, dass ich wieder überrundet werde, dass ich mir den Blödsinn nicht über 14 Runden geben muss. Da hinten kommt der scheiß Yuji. Okay. Ich komme nicht an die Box. Nee. Sehe ich nicht ein. Aber es war so klar. Vor allem die Ziele. Ja, die haben sie doch massiv erhöht, muss ich sagen. Wir waren 16. und 18. Da wartet man, dass wir im Rennen eigentlich jedes Mal bester Backmarker sind. Ja, gut, genau. Ja, und da ist es vorbei. Juhu, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Meine Güte. Ich hasse diese Strecke. Ein beeindruckender Tag an einem beeindruckenden Ort. Alonso hat sich noch auf die 7 vorgekämpft. Wir waren der einzige Ausfall. Ja, die spanischen Massa kann sich ein bisschen absetzen. Dafür ist sehr spannend zwischen 2 und 4. Es hat viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt auf Platz 9 zurückgefallen, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Toyota ist an uns vorbei, das ist mir auch wurscht. Ich werde zusammengeschissen von meinem Team, wahrscheinlich. Das ist mir auch wurscht. Und Monaco! Ja, da werde ich... Ah, geil. Ich freue mich schon so. Das nächste Rennen, wo ich versagen werde. Egal. War kurzer Part. Aber das war abzusehen. Wie gesagt, weil ich diesen Kurs verabscheue, wie ich weiß nicht was. In diesem Sinne sage ich trotz allem danke fürs Zusehen. Ein erstes Drittel der Saison haben wir jetzt gemeistert. Und mal schauen, was die nächsten Rennen für uns bringen werden. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Tschüss!